Moin Leute, willkommen auf unserem YouTube-Kanal DVD Monster in Action. Ich bin der Dirk und ich habe euch wieder was zum Auspacken mitgebracht. Dieses Mal geht es um den Scooby-Doo-Friedhof von Playmobil aus dem Jahre 2019. Playmobil hat im Jahre 2019 angefangen mit der Scooby-Doo-Serie. Da ist einiges Interessantes schon rausgekommen, einige Figürchen, das Auto gibt es auf jeden Fall. Das große Geisterhaus gibt das. Es gibt eine Kutsche und noch so weitere tolle Sachen im Scooby-Doo-Set. Ich habe mir jetzt den Playmobil-Friedhof von Scooby-Doo zugelegt. Er ist jetzt endlich in meiner Sammlung und jetzt wird es Zeit, den endlich auszupacken. Da der aber so groß ist, dass ich das nicht alleine auf die Reihe kriege, habe ich diesmal Unterstützung. Und zwar habe ich euch die liebe Katja von dem Instagram-Kanal Teddy liebt Essen mitgebracht und die unterstützt mich. Guten Tag! Hi! Hi! Katja, wir wollen das jetzt auspacken. Meinst du, wir schaffen das? Also ich ja, aber dir weiß ich noch nicht so genau. Ja, ich kann sowas. Also Ikea kann ich auch total gut, wenn es fertig zusammengebaut ist. Naja, wenn ich die Anleitung lese und du sagst, kann ich nicht. Und ich nehme den Hammer, genau. Ikea ist auch toll. Das ist der beste Ikea-Schrank, den ich gebaut habe. Den habe ich da in der Fundgrube für die Hälfte an Geld gekauft, musste den nicht zusammenbauen. Und damit bin ich zurechtgekommen. Naja, gut. Okay, mit Scooby-Doo ist das, oder mit Playmobil ist das so ähnlich. Katja hat die Übersicht und ich kann die Pakete aufmachen. Passt. Gut, fangen wir mal an. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall sehen wir uns einmal nochmal den Karton an. Vorne drauf haben wir wie immer diesen wunderschön abgebildeten Friedhof. Man sieht dich nicht. Mach nichts, versteck dich ruhig. Kannst du ein Bierchen trinken hier unter dem Tisch. Aber nur eins. Genau. So, also wie immer, schön gemacht der Karton. Er gefällt mir wunderbar. Der steht auch OVP weiter in meiner Sammlung. Das ist jetzt der zweite Karton. Ich brauche sowas dann ja immer OVP. Warum auch immer. An der Seite sind diesmal dabei Alice May, Daphne, Fred, Scooby, wie sich das gehört. Hinten drauf haben wir schon mal das, was uns so ungefähr erwartet. Das ist das Häuschen. Das wird da noch nicht drin sein. Wie gesagt, diesmal geht es um den Friedhof, aber es wird auf jeden Fall ein cooles Skelett dabei sein. Und wie wir vernommen haben, sollen da angeblich auch noch Batterien mit rein. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, hier sieht man das alles mal schön. Hier unten einmal alles abgebildet. Das soll da alles drinstecken in diesem riesen Karton. Ja, doch. Schauen wir mal. So. Den soll man hier so aufmachen, weißt du. Oh, habe ich kaputt gemacht. Oh, alles drin, alles dran. So, kommen wir zu den Tütchen. Tütchen 1, das ist immer mein Tütchen. Da sind die fertigen Figuren drin. Da komme ich am besten mit zurecht. So, dann haben wir hier die ersten Teile vom Häusele dabei. Ja, das ist einmal die Übersicht, die nehmen wir gleich als allererstes. Das ist der andere ganze Kleinkram. Und dann haben wir hier die Geschichte. Okay. Die Plattform und der Rest vom Haus. Tschüss Karton, wir sehen uns später nochmal wieder vielleicht. So. Die Katja möchte die Anleitung haben. Was ist denn hier das dabei drin sein gehört? Aufkleber gehören da rein. Aufkleber sind gut. So. Einleitung. 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 Mal lesen. Scooby-Doo, Ghost Girl. Wir lesen weiter. Das ist schon mal gut. Gut gehört zu. Das kennen wir schon. Das Teil gehört zu Scooby-Doo, damit er seinen Hut aufsetzt. So. Hier ist Skelett. Skelett. Skelette sind auch nette Menschen. Ja, jetzt weißt du, warum du immer nachts still im Keller schläfst. Bei den Skeletten? Hier. Weißt du, jeder hat ein Leiche im Keller. Heißt das nicht Skeletten oder so? In Wirklichkeit? Oh, Skelette. Nee, das ist der da. Der. Du bist gut im Kleben, ne? Guck mal, da. Achso, da soll die. Da soll diese Wand rein. Nee, die soll hier rein. Gut, ja. Was soll wo rein? Die neuen brauchen wir.
Gib mir mal die 9. Die Klebe 9. Ja, die Klebe 9 habe ich ja schon in der Hand. Da ist die. Ja, do not disrupt. Okay. Bitte nicht stören. Da oben bitte. Bitte nicht stören. So. Okay. Und jetzt musst bin du nicht stören. Musst du das Teil da? Ja. Daran hängen. Ja, irgendwie so, ne? Oder? So sieht das gut aus. So, so dann Schuh draus. Achso. So. Schuh haben wir. Jetzt brauchen wir andere Band. Da. Und das Dächele. Das Dächele, so weit bin ich. Ne? Dann brauchst du genau. Auf das Dächele kommen die Ziegel. Guck mal, ob ich ständig Ziegel basteln kann. Vielleicht sollte ich das Haus auch mal neu decken. Das wäre ja langweilig. So. Und dann muss da noch Aufkleber 10 bitte. Aufkleber 10 bitte. Da vorne. Tja, so 10 ist diese. Diese Grabdenkmal, wie auch immer, Geschichte. Wie die Front. Tada! Aufkleber kann. Und Dächele. Dächele drauf. Da geht er nicht an. Geht ja gar nicht anders. Das wird ja komisch aussehen. So. Fertig. Das war's. Naja, okay, noch nicht ganz. Jetzt kommt erstmal Werbung. Dächele beiseite. So, Mumie beiseite. Was macht Mumie denn? Das verrate ich dir später. Aufkleber 1 hätten wir gerne, bitte. Habe ich nicht. Nimmst du noch einen anderen? Nee, ich nehm den. Oh, habe ich da, habe ich gesagt. Muss ja. Dahin. Der Teppich, mach mal den Teppich neu. Ne? Ja, dafür bist du verantwortlich. Für Teppiche bist du verantwortlich. Teppich für die. Und was so schön war, nehmen wir nochmal Aufkleber 8, bitte. Ist das auch ein Teppich? Ja, sowas ähnliches. Oh nein, der Teppich hat Bäume. Ja, kannst du nachher nochmal katapultieren. Ja, den muss ich auch erstmal legen. So ein Teppich muss ich ja erstmal legen. Ja, den kannst du ja nicht gleich. Was? Die 8. Die 8, was willst du mit der 8? Die 8, ach, ein Stein. Der Stein soll da vor? Ja, hier vor. Da so. Okay. Ja. Könnte was. Ja. So, guck mal, jetzt brauchen wir Busch und ein Stück Baum und noch einen Stein. Hast du sowas? Das stimmt, das sieht hier nach der Type aus. Ne? Wir machen ein bisschen Platz hier, wa? Platz ist immer gut. Guck mal, Platz ist. Das sieht nach Busch aus. Und hier ist Stein. Busch kommt da. So. Ein Stück Baumstamm kommt dahin. So. Wie ist es eigentlich bei ihr? Bei euch? Sammelt ihr auch Playmobil? Seid ihr OVP-Sammler oder seid ihr keine OVP-Sammler? Packt ihr gleich alles aus? Reißt ihr alles auseinander wie Tiere? Nein. Oder sammelt ihr das? Wie ich dann, wenn dann schon doppelt, weil die Kinder wollen ja auch damit spielen. Und das, dann spätestens dann muss man das ja doppelt haben. Das Rot. Bitte? Ach, die Grableuchte. Das ist gelb, das muss auch noch sein. Gut, das Dach hier. Ja. Ja, wie ist das bei euch? Sammelt ihr nicht? Schreibt es in die Kommentare. Bastelt ihr mit euren Kindern zusammen? Müsst ihr alleine basteln? Würde mich echt mal interessieren. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Jetzt knackt also kaputt. Das kann ich gut. Achso. So, der nächste Teil ist einfach. Oh, guck mal, die Nipsi sind schon angebracht. Oh ja, sonst hatte man immer so einen. Da gab es eine Zeit lang so einen komischen Steckaufsatz. Aber da fehlt dann der was. Ist immer verloren gegangen. Das war auch so ein komisches gelbes Ding. Die Tops. Hast du noch ja, zwei? Das noch, ja, wollte ich noch sagen. Hier sind noch zwei. Ah, guck mal, die Nipsi sind doch, sie sind da. Aber der Steckaufsatz ist mittlerweile nicht mehr. Nicht mehr bei jedem Paket dabei. Wahrscheinlich selten drin. Weißt du, was da auch dabei ist? Der ist im Moment irgendwie nicht mehr so viel.
vertrieben. Das ist nach dem Motto, hat auch jeder schon zu Hause. Playmobil, wenn ihr so einen noch zufällig rumliegen habt, ich brauche noch einen. Bei uns gehen die immer verschollen. Aber die gehen auch so. Also, das ist nicht so, dass er jetzt der Stecksatz lebenswichtig wäre. Klick, klick. Kommt neben Stein. So, ne? Mhm. So, dann geht das wahrscheinlich auch natürlich nur. Wenn das nicht passt, sollte man auch nicht weiter drücken. Ne? Nee. Kann das ein bisschen länger reinhauen? Liegen auch noch ganz viele. So. Oh, das kann ich. Da ist auch diese komische Karte dabei. Von Alice May. Der musst du wieder kleben. Jo. Diese lustigen Kärtchen übrigens, wer das nicht weiß, die kann man bei der Mystery Machine in so einen Halter reinziehen und die sind dann beleuchtet, so frei nach dem Motto, das sind wie so ein Computerinformations. Ist ganz niedlich gemacht, finde ich ganz cool. Und das ist auch extra so ein Fach, wo man ihre Steckkarten nebeneinander, damit ihr die Storys auch abarbeiten könnt. So. Zwei davon. Zwei. Einmal 3 und 11. 3 und 11. Oh, das ist cheap. Clean shave. Gott sei Dank klebst du, dann kannst du mir die Schuhe nicht mehr geben. Das Ganze nochmal mit 7 und 2. 7 und 2. 27 sozusagen. Der sieht gut aus. Guck. Der sieht gut aus. Schick, oder? Ich habe die Zunge bei gerade gehalten. So, dann brauchen wir nochmal zwei so. Gülden! Oh Gott, da sind zwei so Gülden. Gülden ist aber gut. Batman ist auch da. Guck mal, ich hab Batman gefunden. Dödödödödö. Ach, du wolltest Gülden haben. Wo ist mein Bier? Prost. Leute, so. Ich hab's nicht anders mit dir. Na, kann ich verstehen. Du musst aber härteren Stoff trinken. Die glauben mir das sogar. So, rück mal Mumie raus. Mumie. Und das Skelett könnte ich dir auch. Also, ich könnte dir ein Skelett anbieten. Nein, ich will Mumie haben. Soll ich das Skelett in Klopapier anwickeln? Ja, dann hast du eine Mumie. Ja, ich will Mumie haben. Tschüss, Skelett. So, so, bin ich schon raus. Wollen wir Bones anrufen? Wir haben Leiche gefunden. Ja, das mache ich gleich selber. ganz klar an den Linken verfallen. Eine leichte Abschürfung. Nein, ich gucke nicht. Nein, ich gucke eigentlich gar kein Boot. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber es ist eigentlich verfallen, das heißt verlangen. An den Linken verlangen. Das ist doch aufgepasst. Hätte ja gehofft, dass es nicht auffällt. So, wir brauchen jetzt die Erde, bitte. Erde. Und irgendwo müssen noch Blumen sein. Hatte ich auch schon. Bunte Blümchen. Bunte Blümchen. Ich habe einen Donut, den kann ich dir anbieten. Ich hätte hier bunte Blümchen. Achso, da sind bunte Blümchen. Ach, das sind Blümchen. Was dachtest du denn? Boah, ich war mir noch nicht so ganz mit mir selbst einig, was das sein könnte. Ich glaube, ich rede mit mir nachher nochmal darüber. Das ist toll. Mein Therapeut sagt übrigens, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich spreche nicht mehr so ganz so oft mit mir selbst. Ich wusste das immer wieder. Ich beiß auch keine Leute mehr.
Deswegen bist du immer so gemein zu mir. Hä? Ich glaube, ich muss mal mit deinem Therapeuten Donut reden. Donut? Aber nur mit Halloween-Deko, bitte. Ist der gefüllt oder angefüllt? Das ist jetzt die... Das sieht man doch gar nicht. Das sieht man doch gar nicht. Donut, ja, guck du. Das haben sie gesehen. Wo bin ich hier eigentlich gerade gelandet? Auf unserem YouTube-Kanal DVD Monster in Action. Und zwar drehen wir gerade ein Video zu dem Halloween-Special. Ja? Das lautet? Unpackaging. So ein Ding. Oh. Okay. Guck mal, ich habe kaputt gemacht. Warum machst du was kaputt? Weiß ich nicht. Kaputt gemacht. Oh, okay. Cool. Was kam da gerade raus? Ob das so richtig war? Das weiß ich auch noch nicht. Hm. So, guck mal, ich habe hier noch Baum. Baum. Noch ein Stück Baum. Hier haben wir noch Blumen für Baum. Ja, so weit sind wir noch nicht. Jetzt brauche ich erstmal Fledermäuse. Ja, Batman. Habe ich doch vorhin schon gesagt. Batman. Da. Ach so, und die kommen alle da dran. Kommen alle irgendwie an den... Guckst du hier, Fledermaus, so. Und dann gibt es noch eine, die nachher... Also so muss man sich die dann bitte vorstellen, ne? Fledermaus, so. Ich weiß nicht, ob man das so genau sehen kann. Jetzt wollen jetzt alle ran. Mal gucken. Die da zum Beispiel. Kommt da, sollte was. So, oh, guck mal, die erste hängt. Hier ist das Teil. Da gehört der Hut von Scooby. Okay. Komm mal, diesen Scooby nämlich. Ich hab hier noch sowas. Das ist ein Schal. Scooby-Schal? Nee, der gehört, aber der gehört nicht Scooby, der gehört. Frank heißt er. So, und schon hat Scooby diesen schicken Zylinder. Und den hat jetzt ein bisschen. Falsch da reingedrückt. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, ein bisschen schief. Immer noch schief. Ich hab das gerade nicht so mit geraden Zylinder. So. Tudum. Oh. Nein. So, die Teile. Weiße Teile? Ja, ach, die Bänder. Die Bänder. Die sind hier mit drin, die komischen. Die Bänder. Ich mag die Folie echt nicht durch. Das hier ist ein Zubehör. Hier. So sehen die aus, die haben wir gesucht. Da können die Fledermäuse dann. Gib mir mal so eine Maus. Nimm die Maus. Kann ich mal zeigen. So. Kra, kra. Machen Fledermäuse. Ah, nee, die machen gar keinen Kra, ne? Mau, mau! Nein, ja. Okay, ich muss weg. Okay. Kann ich mich irgendwie noch hier abseilen? Kann nein, ich nicht? Sie sind jetzt gekauft und gefangen. Oder so ähnlich. Gekauft und gefangen. Das wüsste ich aber. So, die dickste Dame. Dann haben wir. Aber der kriegt hier Spaten, der kann einen Kopf ziehen hier. Zack. Ich dachte, der muss jetzt das Loch graben. Ja, genau. Wie viele brauchst du davon? Sind zwei über? Weiß ich nicht. Ich hab nur drei. Drei brauche ich. Drei habe ich. Ja, dann sind da Teile über. Sehr schön. Ja, Blümchen hast du auch genug. Blümchen habe ich auch erstmal genug. Dann haben wir da auch welche über. So, nehmen wir noch ein bisschen Scooby-Doo-Zubehör. Ah, Handtäschchen. So, jetzt kommt mein Lieblingsspielzeug, der sagt. Noch ein Donut, guck mal, ein schwarzer Donut, ein Schokodonut. Lass mich doch mal auf. Ja, ach, ja. Gut. Ich brauch mir mal. Was brauchst du? 4, 5 und 6 bitte. Die Aufklebens, ja. Ja. Die Aufklebens, bitte. Daphne braucht nur ihre Tasche. Oh, ohne Tasche, da hat sie immer alles drin, Schuhe. Mhm. So, hier sind deine Aufkleber. Das ist rein theoretisch alles über. Jetzt habe ich hier noch das Halsband von Fred. Halsband ist er nicht. Die Kette, die Halskette von Fred. Ich dachte, Scooby hat immer nur Halsband. Ja. Die haben gerade die Rollen getauscht. Ach so. Sind da auch Kekse bei? Das
Scooby-Kekse? Nee, diesmal sind keine Scooby-Kekse. Der kriegt nur Donuts heute. Ja, toll. Ich hab die Scooby-Kekse gefreut. Die gibt's im anderen Set, die Scooby-Kekse. Die gibt's beim Auto auf jeden Fall dabei. Da sind auf jeden Fall Scooby-Kekse mit Shaggy zusammen dabei. Und dann gibt's ja auch das Set zwischen mit Shaggy, Scooby und dem Geist. Und auch da sind Scooby-Kekse dabei. So, haben wir alle stehen. Zack. Ja, soll ich jetzt rein, oder? Passt da nicht. Okay. Aber da ist nichts mit Licht, oder? Ja, also Batterie habe ich nicht gesehen. Das sah so aus. So, das ist okay. Musst du ja selber Licht reinbasteln. Oh. Die Zeitung. Orange. Zeitung ist auch keine Blindstelle. Ja, eine Zeitung ist auch. Guck, der ist doch richtig, das ist eine Taschenlampe. Okay. So, du musst jetzt noch tun. Der Schauer, genau. Guck mal, kennst du sie? Okay. So, und jetzt. Das ist scary. Das muss aber auch mal anders machen. Ja, warte, wir müssen dazu machen. Jetzt musst du präsentieren. Und damit kann man das. Da musst du deine. Kannst du deine Mumie als Zaubertrick verstecken? Ah, okay. Das ist ja cool. Also, ich nehme mal die Mumie hier. Das ist eine komische Mumie, aber es ist eine coole Mumie. Packen wir die da so rein. Und dann ist sie weg. Ja, nu. Und nun ist sie wieder da. Das ist ja cool. Tada. Also auch für Kinder auf jeden Fall ein spannender Zaubertrick dabei. Und was das hier dann noch zu sehen gibt. Oh, jetzt ist Batman gestorben. Wo muss ich da drauf drücken? Auf die Lampe? Achtung, ich mache das vorsichtig, sonst fliegt das hier um. Genau. Das ist ja auch lustig. Tada. Und dann kommt das Skelett aus dem Grafiker raus. Nochmal. Der Zombie ist tot. Nein, der Zombie ist tot. Zombie gehört übrigens auch zu Scooby-Doo. Ist ja ganz passend, dass er hier ist. Und was ist jetzt nochmal die Türen? Da muss ja auch noch rein theoretisch irgendwas über sein. Dann, ne? Okay. Und hier ist das nicht noch. Ja, genau. Kannst du den Saft da reinstellen? Tja, irgendwie sollen die Türen auch noch zugehen. Wir werden es noch rausfinden. Jetzt bringst du die Steine gerade rein. Das ist doch bestimmt auch so ein Geheimknopf hier oder so. Ja, vorhin ging das ja. Ja. Da hast du oben drauf gedrückt. War eine einmalige Geschichte, war das. Vielleicht würde ich die reintun sollen. Genau. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay. Ja, gut. Dann haben wir das. Tada! Wie ihr seht, das ist dieser wunderschöne Spielset Friedhof von Scooby-Doo Playmobil. Auch mit ganz viel Liebe und Ideenreichtum haben sie dieses Set gebastelt. Das Netz, da kann man noch die böse Hexe mitfangen. Wie heißt sie noch? Die hat da auch einen komischen Namen, Agatha oder so. Trotzdem, dass ich die mal mitnehmen muss und grillen will oder so. Ah. Ja. Oh, wir haben es gefunden. Die Dame hat es gefunden. Katja hat es gefunden. Gargoyle, oder? Ja, Gargoyle war ich auch schon. Aber auch so hier, den muss man ziehen. Du musst nach hinten ziehen. Ah, den. Oh, das ist ein Geheimtrick, den darfst du nicht verraten. Achso, Entschuldigung. Wir verraten jetzt nicht, dass man den Gargoyle nach hinten ziehen muss, damit die Türen zugehen. Nein, nein, das habt ihr nicht bei uns gehört. Mm-mm. Ja, echt cooles Set auf jeden Fall. Klein und niedlich. Wir hoffen, euch gefällt das Set. Wir hoffen, euch gefällt das Video. Wir konnten euch damit unterhalten. Wenn euch das Video gefaltet, kann man das Video falten. Wenn ihr das Video falten wollt, dann müsst ihr so ein komisches, naja, ist egal. So, also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns bitte gerne einen Daumen da. Folgt gerne unserem DVD Monster in Action Kanal auf YouTube und ihr findet uns auf jeden Fall auf Instagram auf unserem Kanal DVD Monster. Da machen wir jede Woche eine neue Shirt-Woche. Diese Woche machen wir derzeit gerade Halloween Special-Wochen. Demnächst kommt wieder was Neues Interessantes. Folgt uns gerne, schaut mal rein. Wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag, Abend, was auch immer gerade ihr so macht. Entspannt ein bisschen, trinkt ein Bierchen oder auch zwei. Oder eine Flasche Wodka. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis denn, euer Dirk. Ciao, ciao.